Jo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ist eine Weile her, ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich wieder da und habe direkt ein neues Projekt im Gepäck. Und zwar 7 Days to Die. Wer es nicht kennt, ist ein Survival Game. Crafting, ja, Building, also es gibt viele, viele Crafting- und Building-Elemente. Erinnert so ein bisschen an Minecraft für Erwachsene. genau, ich spiele das zusammen mit dem Kneipi, den ihr vielleicht kennt aus dem COD-Video. Genau, hier heißt er Spaltenernst. Oh, ist aber egal, es ist derselbe Typ. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich so lange ja, nichts produziert habe. Aber wie gesagt, jetzt bin ich back und ich hoffe, euch gefallen die Videos. Deswegen lasst gerne Like und Abo da, wenn euch das gefällt. Ich hatte mit dem Jan, also dem Kneipi, dem Spaltenernst, schon vorher meine Session aufgenommen, allerdings auf einem öffentlichen Server. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil die dann ja ständig aufgegangen sind und hat nicht so gut gepasst. Deswegen haben wir uns unseren eigenen Server geholt und spielen jetzt auf dem. Ja, genau. Wir machen immer so ein bisschen längere Sessions. Ich schneide dann die Teile einfach zurecht. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht bei jedem Video quasi ein Intro und ein Outro mache. Ich mache das halt immer am Anfang der Session und am Ende der Session. Ja, genau. Aber ich denke mal, aus den Beschreibungen geht dann schon hervor, in welcher Episode ihr gerade seid. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, Like und Abo, wenn euch das gefällt. Und ansonsten sehen wir uns gleich im Game. Bis gleich. So, ja, jetzt... Redbeard ist zu weit entfernt. Ja, ich komme jetzt erstmal vorbei. Lauf mal nach Süden. Ja, ich sehe ja dein Dings. Ja, herzlich willkommen hier in diesem dieser wunderbaren 7 Days to Die Runde. Fail. Ja, nachdem wir ja den Fail mit dem ja, öffentlichen Server hatten, haben wir uns jetzt selber einen organisiert. Stein, ich will dich mitnehmen. Genau, und ja, daddeln jetzt hier ein bisschen. Ne? Ja, was soll ich noch groß erzählen? Willst du noch schnell was über die Mods und Server-Einstellungen sagen, oder? Das sind einfach super Einstellungen hier, Alter. Also, sowas hat man lange nicht erlebt. Wir haben hier feinste Ware in Form von zweifach Perks. Super großes Inventar. Hör zu. Ja? HP-Bars, die Gegner haben HP-Bars, ja. Cool. Und noch einen vierten. Wir haben noch was Viertes, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wasser und Food, oder? Achso, ja, das haben wir auch, genau. Ja, doch, das ist unten. Alle. Ja, das wird unten angezeigt. Ja, normalerweise hatten wir da, glaube ich, Anzeigen unter dem, na, unter diesen Slots da. Ah, hier ist ein Kriecher, okay. Was für Anzeigen unter welchen Slots? Naja, unter den, unter der XP-Bar halt. Unter der XP-Bar? Da ist normalerweise die Anzeige für Wasser und Essen. Ach so, ja. Ja, wir und wir haben jetzt quasi eine richtige Prozentanzeige. Richtig Prozent, ja. Nee. Junge, hast du dich verlaufen? Wo bleibst du denn? Ja, ich musste um den See drum rum. Oh, hier ist übelst viel. Ne? Ist eigentlich ein geiler Spot. Naja. Ja. So, Schlafsack platzieren. Ja, das brauchst du jetzt hier nicht machen. Wir machen hier gerade eine Quest. Naja, ne, mach dir mal einen Knüppel, Junge. Ja, wie ging das nochmal? Boah, es bräuchte auch Holz, gell? Siehst du denn wieder aus? Ob du sonst... Hey! Hallo! So, ich räume schon mal hier auf, jetzt die Muchte. Ja, ich brauch's erstmal. Du hast schon eine Quest angenommen? Wann hast du denn das gemacht? Naja, ich... Irgendwann muss ja hier auch mal was vorbereiten, ne? Oh, wie kriege ich denn diese... Wie heißt denn das? Axt? Axt, ja. Steinaxt? Was brauche ich dafür? Ach, Pflanzenfasern. Und, was noch? Ah! Putz! Ja, das kommt, wenn du ohne mich anfängst. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Lumpis herkamen. Zack. Bam. So. Erstmal eine Steinaxt machen. Warum willst du jetzt hier direkt den die Quest machen? Leveln, Junge.
Looten und... Was machst du denn mit einer scheiß Axt jetzt? Hol dir mal einen Knüppel! Aber looten können wir die trotzdem nicht, ne? Nee. Weiß ich noch nicht, welcher Mod das... Oh! Big Daddy. Holzknüppel, bräuch Holz. Raus im Wald. Na, guck's dich an! Guck's dir an! Ja, aber das ist auch ein bisschen krass, wenn man jeden Zombie looten kann. Also, das meinst du? Nicht normal. Nee, ist nicht in Ordnung. Okay, na gut, wenn du das außerdem sagst. Ich habe schon dreifach Loot eingestellt, also hier geht's hoch, du. Genau, also wir waren natürlich in unserer anderen Session schon ein Stückchen weiter. Oh, da war hinter mir was. No. Oh, hier kommt eine Big Mama. Bam. Aha. Ich bin raus. Tschüss. So vorbeigerannt. Junge, kommst du jetzt mal wieder hoch hier? Fällt ihnen wenigstens mal ein Bein oder so. Jo. Mein Bruder reißt es dir gleich. Schöne Axt, Junge. Weiter so. Oh. Lauf, lauf! Lass mich doch vorbei! Ja. Bam! Junge, kannst du mal umkippen? Geht doch jetzt hier schön drauf, ruft die Ulla. Bam. Oh, 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 oh. Die hittet aber auch krass, ey. Oh. Ja, an hier, die hat ordentlich Bums im Wirbel. Heilige Scheiße. So. Ja, 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 ja. Rede mit Händler. Nee, warte, wir müssen erstmal Kisten looten, ne? Was hältst du denn davon? Eine Menge. Haben wir hier. Ach, schon alles leer ist ja super. Jawohl, da macht er die Kiste kaputt, bevor er oben drüber. Die geht doch nicht, da geht doch die Kiste nicht kaputt. Doch. Da geht doch nur das außenrum kaputt. Nein, aber da lag dort oben drauf Loot, Kerle. Ja, nimm's doch mit, ist doch gut. Hab ich doch schon. Du hast jetzt einfach alles kassiert. Was haben wir hier? Also ich mach wieder Mediziner, ja? Da lese ich ja gleich das erste Medizinbuch. Ja. Ist hier gerade irgendwas explodiert? Weiß nicht. Oh, ich habe 3 Gipsverbände. Oh, schöne Toilette. Ja, und wir haben ein bisschen mehr Rucksack, wie ihr gesehen habt. Ja, ein bisschen mehr Rucksack, ja. Ja, das ist schon deutlich entspannter. So, ich brauche jetzt erstmal Holz für einen Knüppel. Ich will dir mal einen schönen Knüppel, Junge. So, Holzknüppel. Ich will erstmal alles... Obwohl, den Erste-Hilfe-Verband kann ich, glaube ich, direkt... Ja, ja. ...nutzen. Wo bist du? Da. So. Warum zum Händler, oder was? Siehst du den schon, oder was? Na, ich sehe da, wo wir die Quest abgeben müssen, ja. Alles perfekt. Ja, unseren Quest-Slot sehe ich. Ja. Ihr seht mich ja unten rechts in der Ecke, das habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, ne? Also schön, schön mit Kamera. Herzlich willkommen. Ach du Scheiße. Ja, na klar, wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Ja, war er beim Friseur. Schon gibt's eine Fratze. Na, das ist auch schon eine Weile her. Wollen wir das Haus dann noch mitnehmen? Nö. Nö? Okay. Nö. Okay. Ich habe Kartoffeln übrigens. Alter. Ja, direkt Kartoffeln gefunden. Ich weiß nicht, hier ist glaube ich irgendein Fehler. Ein Spielfehler? Ja. Wieso, weil hier so eine lange... Ja, da müsste, glaube ich, Wasser drin sein. Ah, meinst du, da müsste ein Fluss sein? Okay. Ja. Vielleicht ist der auch einfach ausgetrocknet? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier letztes Mal auch waren. Ja, der Spot kam mir ziemlich bekannt vor. Das alleine stimmt, das ja. Häuschen da und dann das hinten, das Questhäuschen. Das war schon alles irgendwie so Déjà-vu. Ja. Ich glaube, ich muss... Deswegen, und da war Wasser. Ich glaube, ich muss dann mal irgendwie die Kamera drehen oder so. Ja, dreh doch mal die Kamera. Ich gucke mal in die falsche Richtung. Ja, mache ich dann zur nächsten Session. Ja, meine ich auch, ja. Jetzt die ersten Spielminuten werden wir das überleben. Ich glaube, sie werden es auch so überleben, ja. Hey, ey. Das war hart. Achso, ja, gib das mal ab. Ich mache schon mal Holz. Wir brauchen Holz.
Genau, ich würde nämlich gleich noch einen Bogen machen. Möchte mal gucken, was ich dafür brauche. Bogen. Primitiver Bogen, Pflanzenfaser, na klar. Die scheiß Pflanzenfasern braucht man für eigentlich gar nichts, ne? Aber man braucht sie halt für einen Bogen. Warum auch immer. So, ich habe noch 7 Stahlpfeile. Was brauchen wir denn für die anderen? Jetzt gib mal die Quest ab. Achso, warum gibst du die nicht ab? Ja, aber ist sie für uns beide dann abge... Ich glaube, die muss jeder für sich selber abgeben. Weißt du schon, oder? Ich habe meine schon abgegeben. Achso, ja, dann muss ich die auch ab. Okay. Das war beim letzten Mal zum Beispiel auch nicht. Ja. Wir sind ja hier nicht mehr jetzt so bei Amateuren. Ja, Letzte wurde von nice. einem Ingenieur aufgebaut hier. Wow, wow, wow. Also. Was nehme ich denn? Was ist denn Ach du Nachthirsche? Scheiße, ich habe eine Knifte! Alte Nacht 5% mehr EP durch Kills. Zum Teufel. Was Das hast du denn da für Schmackofatz? nehme ich mit, ja. Hast du schon eine neue Aufgabe angenommen oder soll ich? Nimm ruhig. Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte wäre am nächsten, aber ich würde beseitige Zombies, das ist nur 60 Meter weiter. Ja, lass erstmal kurz in meine Hut, beziehungsweise dann in unsere Hut. Ach, du hast schon einen Spot ausgesucht? Ich sag mal ausgesucht. Das anscheinend doch noch nicht, okay. Ich hab nicht noch schon irgendwo was gebaut. Ja, wir bauen Ach, einfach du hier bist in die vor Richtung. die Muchte. Okay. Damit wir vom Händler nicht so weit weg sind. Ja. Hier, zack. Bam. Hier bauen wir jetzt Direkt auf Waffen dem hin. Weg? Ach Gott, das ist echt ein Problemkind. Naja, wie Was? sieht denn das aus? Ich habe meinen Dingblock kaputt gemacht. Du musst deinen irgendwo hinsetzen. Ich würde sagen, hier so hin. Hier ist Ja, schöner. wenn du das sagen würdest, mach doch mal. Alter! Bitch! Da so hin. So. Super. So, wunderbar. Ist Dann wieder müssen wir jetzt. hier die Mushroom-Dings. Ey, Mushroom-Dings. Siehst du's? Ja. Ja. Mach mal hier, ich mache hier das gleich kaputt für Nitrat und verrottetes Fleisch. Das brauchen wir dann für die Beete, damit wir uns auch selber unser Fressen anbauen können. Entschuldigung, unser Ich hab Essen. schon Mais. Du hast auch schon Mais. Was ist denn hier los? Kann nicht jeder hier nur so rumslecken. Bam, 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 bam. So. So angenehm, dass man doppelt so viel Holz bekommt. Ach, auch doppelt. Ach so, auch beim Abbauen, okay. Ja. Das ist wirklich nice, das stimmt. Was haben wir denn hier? Hühnchen. Nein, ich glaube, ich habe Durchfall. Ich muss mir das hier alles mal ein bisschen sortieren. Ich habe schon eine Taschenmod. Okay. Das sieht erstaunlich gut aus. Oh, hier sind. Ja, das ist doch fast genau das ist derselbe Spot. Guck mal, hier stehen auch. Sag ich doch. Oh, hier ist ein Rucksack. Nehme ich. Wow, drei trübes Wasser. Müll, Müll, Müll. Oh, rote Tasche. Olle. Sand und Lehm im Müll. Hat jemand Sand und Lehm weggeschmissen? Ach, schönes Katzenklo hast du dir jetzt ausgesucht. Ja, es scheint so. Jetzt noch die Katze dazu. Da hat man ein schönes, leckeres Abendessen. Was ist das? So. Oh, das ist so angenehm, dass man so ein großes Inventar hat. Ja, auf jeden Fall. Das war eine meiner besseren Ideen heute. Alter! Du bist einfach runtergejumpt. Ja,
Alter, ich bin einfach wild. Hier, Pilze können wir ruhig mal noch mitnehmen jetzt mal. Ja, mach mal. Nimm mal welche mit. Da. Du machst das gut. Ich guck schon mal hier nach dem ersten Zombie. No. Hier ist er. Schnappen wir Tiger. Nimm das. Oh. Du hast daneben geschossen. Ich schieße nicht daneben. Merkte das. Du möchtest nur nicht treffen. Oh, the big Mama. Oh, oh, wer bist du denn, Alter? Wo kam er denn her? Alter, die Oma hat viel zu viel Leben, ey. Ja. Jo, und die macht auch viel zu viel Schaden. Oh, Legolas, Junge. Ja, Mann. Hatte ich mal runter. Ein bisschen. Alter, wie sie loswedelt. Bisschen Brandschaden noch mit dazu. Ja, nice. Bam. Ah, guck dir das an. Ich bin einfach ein Meister mit Pfeil und Bogen. Du bist so der Meister mit Pfeil und Bogen. Du hast schon Level Up. Ich brauche ein Level Up. Achso. Oh, wir haben aber schon 2 Punkte. Du hast 2 Punkte. Du hast deine schon vergeben. Na, aber selbstverständlich. Ah, okay. Da, ich hab's gesehen, du hast vorbeigeschossen. Ja. Geh aus dem Weg, sonst schieße ich dich ab. Friendly Fire? Ist aus, hoffentlich. Ist aus. Ja, ja. Also, glaube ich. Nimm mir mal meine Pfeile nicht weg. Ich nehme dir überhaupt nichts weg. Hab ich dir gerade wehgetan? Nee. Ja, hier ist noch so einer. Noch so ein Mo. Wie meine Junge. Er liegt auf dem Boden. Schnell! Oh, warum läufst du denn rum wie so ein Bestuster? Na, damit er mich nicht trifft. Also. Er liegt auf dem Boden. Was habe ich denn hier? Gefütterter Brustpanzer. Tragen. Ja, lass den schmecken. Direkt. Bam! Alter! Scheiße. Alter, wie siehst du denn schon aus? Du hast ja sogar eine Hose. Du hast auch eine Hose. Ja, aber du hast eine Panzerhose. Ja, die habe ich doch gerade gefunden. So, aber du hast auch Panzerrüstung. Irgendwie am Bein, ja, habe ich glaube ich welche gefunden. Ja, aber auch am Oberkörper. So, warte mal, ich will jetzt erstmal schnell hier. Obwohl, du kannst auch schon hochgehen. Ingenieur, gell, hat man gesagt. Ja. Oder mache ich erst Arzt? Nee, ich mache erst Ingenieur. Dann brauche ich auch direkt noch einen in Intelligenz. Ja, perfekt. Ja, also genau, fortgeschrittener Ingenieur. Ja. Ja, ja, es gibt, glaube ich, keinen normalen Ingenieur. So. Hier ist noch einer. Ein Joe. Oh, noch einer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, weiter so. Tschüss. Vorsicht, die kommen gleich runtergefallen. Kein Problem. Nee, die gehen hier leider runter. Vernünftige Leute. Nee, du hast nur noch, du hast nur noch 9 HP, ne? Ja, und? Sehe ich da ein Problem? Haben die sich jetzt festgestackt? Oh. Ich hab ihn repariert. Bam. Jawoll! Alter, oh, auf jeden. Das halt als Ingenieur, ne? Ach, du kennst dich aus, gell? Yeah. So, gucken wir gleich mal hier rein. Was haben wir hier? Wüstenkleidung. Jawoll, der ist wieder als erstes. Du hast so eine Shotgun, oder? Ich habe eine Shotgun. Na, warte mal, dann nehme ich mir jetzt nur das und das. Quatsch, lässt du mir was übrig? Ja, hier Shotgun kannst Shotgun Muni kannst du nehmen. Dafür nehme ich die. Hä,
Hä, wo ist denn jetzt die Shotgun-Muni hin? Die ist hier in der Kiste. Nee, ist sie nicht. Hä? Ja. Okay, ja, hier. Oder? Da. Aha. Aha. Entschuldigung. Das Klauschwein. Entschuldigung. Wie hast du es darüber geschafft? Also, Skill. So wie ich, okay. Zurück zum Händler, ja. Ja. Klingt vernünftig. Da. Ja, Mensch, wir sind ja richtig erfolgreich. Ich spreche es dir. Oh, hier ist ein Müllhaufen. Oh, verwesendes Fleisch. Klassischer Satz eines erfolgreichen Mannes. Müll durchsuchen. Gut, Jan, was haben wir denn heute vor? Erzähl mal. Das gleiche wie beim letzten Mal? Ja, ich würde sagen, so auf den Stand vom letzten Mal kommen wäre ganz cool. Okay. Also beim letzten Mal hatten wir zumindest schon mal eine Hütte. Ja. Genau. Ein paar Steine mitten hier unterwegs. Levels haben. Oh, ich hatte sogar schon wieder ein Level up. Was brauche ich dafür? Level 4 Intelligenz. Kaufen wir direkt. Gibt's denn eigentlich ab irgendeinem Level irgendwie, also oder ab irgendeinem Perk-Level eine Levelbegrenzung? Sehe ich nicht die Frage. Na, also muss ich für, weiß ich nicht, für Intelligenz 10 Level 50 haben? Nee, so viel nicht, aber 4 oder so. Ah, okay. Ach du Scheiße, 1500 Holz als Belohnung. Oh, das ist natürlich für einen Start. Schmarrofatz, ja. Exakt. Mach jetzt mal fertig. Entschuldigung, bitte hetz mich nicht. So, was haben wir hier? Oh ja, ich auch. Was haben wir bei Scharfschütze? Lerne panzerbrechende Munition zu fertigen. Oh. Hier. Nimm das. Was? Das. Das da. Da. Cool, danke. Dreimal? Du dreimal. Ich nehme das Scharfschützending nur. Ja, nimm doch mal das Scharfschützending. Na, panzerbrechende Munition fertigen. Ist doch. Oder sollte ich. Also, sollte ich. Das kannst du jetzt schon. Ja. Toll. Okay. Ja. Sollte ich jetzt so eine neue Aufgabe annehmen? Direkt? Ich dachte. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 19.10 Uhr. Boah, nee, dann lass jetzt mal lieber Hunde bauen. Okay. Genau, ab 22 Uhr geht die Nacht los. Da werden die Zombies ein bisschen aggressiver. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Deswegen bauen, fangen wir jetzt an mit Häuser bauen. Was haben wir eigentlich für eine, na sag schon. Ich meine, so ein Mist. Wer liegt im Krankenhaus? Ja, okay, dann tut mir das sehr leid für den Menschen. Nimm mal den Schlafsack da weg. Ja. Was haben wir hier für eine Zeit? Also ein Tag, eine Stunde oder? Wie hast du es jetzt? Minuten, so wie beim letzten Mal. 90 Minuten, okay. Ja. Aber Gottes Willen, sowas kann ich immer schnell ändern. Ja, naja, das ist jetzt. 90 Minuten ist, denke ich, okay. Das sollte passen. Ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie größere Bau-Action oder sowas haben, das würde ich dann sowieso sagen, dass wir das offscreen machen. Off Capture. Ja, meinst du, du würdest damit deine Viewer langweilen? Naja, wenn es jetzt eine ganze Folge nur ums Bauen geht, dann vermutlich schon. Nein. Das lang bauen wir nicht. Ach, die Ausdauer. Immer ein paar Leichen ficken.
Hey, hey, Ja, nee, ich brauch den. Ich brauch hier Nitrat und so Quatsch. hey. Ja. Ich soll das machen. Naja. Was willst du denn sonst machen? Ja, ist ja ja. sonst nichts. Wow, 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 wow. Ja, aber was kannst du denn gerade? Du hast ja nicht mal das Holz genommen. Hashtag no hate, nur Ehrlichkeit. Keine Pfeile mehr, na klar. Na, ja, die lagen ja, glaube ich, immer auf der Straße, ne? Na, ja, dann laufen wir ein paar Straßen ab. Ja, du kannst auch irgendein Gebäude noch schnetzeln oder schnell eine Quest machen. Alles gut. Nö, nee, ach, da hinten ist ein Haus. Ich gehe mal in das Haus, mal gucken. Mal gucken, was es da so gibt. Ein bisschen Eisen. Kann nicht wahr sein, habe ich mich hier echt verrechnet. 1, 2, 3. Hat er sich verrechnet? Shit. Wie ist das denn passiert? Genau, am Anfang ein bisschen looten und leveln, ne? Also möglichst viele Level kriegen, alles sammeln, was man so findet. Ja. Genau, und diese Leichen hier, die wollen wir haben. Gibt es nämlich Nitrat und wesentliches Fleisch. Die hinterlassen aber auch immer so ein schönes Geräusch. Hört sich an wie so ein richtig feuchter Furz.